Herzlich willkommen zurück. In den vorigen Videos habe ich sehr oft von Verfeinerung gesprochen und im Zusammenhang mit Funktionsgraphen ging es dabei immer um die Verfeinerung der Zerlegung des Intervalls, das wir gerade betrachten. Wir haben auch bereits gelernt, dass bei einer Verfeinerung die Untersumme sicher immer größer wird und die Obersumme sicher kleiner wird. Das bedeutet, unsere Abschätzung durch Unter- und Obersummen wird bei Verfeinerung sicher besser. Das Ziel für dieses Video ist nun, dass wir erkennen, dass die Anzahl der Rechtecke um 1 erhöhen nicht zwangsläufig zu einer besseren Abschätzung führt. Bevor wir das Problem konkret angehen, noch eine kleine Definition. Wir teilen das Intervall AB in n gleich breite Teile. Dann bezeichnen wir ab jetzt die zugehörige Untersumme mit un. Also wir kürzen es mit un ab. Das bedeutet, wenn wir jetzt das Intervall in zum Beispiel 2 gleich breite Teile teilen, dann nennen wir die entsprechende Untersumme U2. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass dann gelten muss U1 kleiner gleich U2 kleiner gleich U3 kleiner gleich U4 und so weiter. Erkläre nun, warum die folgende Funktion f im Intervall 0,6 diese Behauptung widerlegt. Schau dir den Graphen gut an und berechne als ersten Arbeitsauftrag die entsprechenden Untersummen und erkläre, warum dieses Beispiel diese Behauptung hier oben widerlegt. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir über die Ergebnisse. Also gut, fangen wir einfach einmal mit U1 an. Für U1 müssen wir jetzt das Intervall 0,6 in einen gleichbreiten Teil zerlegen. Das bedeutet, wir nehmen einfach einmal das ganze Intervall. Und U1 entspricht dann genau dem Flächeninhalt dieses grünen Rechtecks hier und der ist offensichtlich genau gleich 6. Für U2 müssen wir jetzt das Intervall 0,6 in 2 gleichbreite Teile zerteilen und U2 entspricht dann genau dem Flächeninhalt dieser grünen Rechtecksfigur hier. Und der ist, das erkennt man recht schnell, genau gleich 15 plus 3, also gleich 18. Und nun zum Abschluss noch U3. Dafür müssen wir das Intervall 0,6 in 3 gleichbreite Teile zerlegen. Die entsprechende Rechtecksfigur sieht dann so aus und wir erkennen, dass wir jetzt ein Problem haben. Denn das hier war vorhin schon mit dabei. Das haben wir hier jetzt wieder verloren. Das heißt, allein schon grafisch erkennen wir, dass das hier nicht klappt. Das bedeutet, U3 ist offensichtlich schon grafisch kleiner als U2. Auch rechnerisch kommt hierbei heraus für U3 10 plus 2 plus 2, also 14. Und damit haben wir gezeigt, U3 ist kleiner als U2 und damit kann das hier oben nicht stimmen in diesem Fall. Gehen wir jetzt ein bisschen anders vor. Diesmal verdoppeln wir in jedem Schritt die Anzahl der Rechtecke. Und dann gilt sicher, dass U1 kleiner gleich U2 kleiner gleich U4 kleiner gleich U8 kleiner gleich U16 und so weiter. Und das ist dann sogar richtig für jede Funktion. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht auf das Beispiel von vorhin beschränken. Warum ist das richtig? Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken und dann sprechen wir darüber. Ich habe mir jetzt für diese Erklärung eine andere Funktion ausgesucht. Wie vorhin schon erwähnt, das soll ja jetzt richtig sein für jede Funktion. Das heißt, wir müssen uns nicht auf das Beispiel von vorhin beschränken. Der Graph meiner Funktion sieht so aus und ich möchte jetzt den Flächeninhalt zwischen dem Funktionsgraphen und der x-Achse im Intervall 0,4 von unten mit Hilfe von solchen Untersummen annähern. U1 sieht dann grafisch dargestellt so aus, also U1 entspricht genau dem Flächeninhalt dieses grünen Rechtecks. Soweit so gut. Wie sieht es dann mit U2 aus? Für U2 müssen wir einfach das Intervall in 2 gleichbreite Teile zerteilen. Dadurch wird unsere Abschätzung hier um eine Spur besser. Und jetzt passiert das Entscheidende. Was ist, wenn wir jetzt als nächstes U4 hernehmen? Das bedeutet, das Intervall in 4 gleichbreite Teile zerteilen. Dann fällt uns auf, dass die Zerteilung, die wir bereits haben, bestehen bleibt und wir einfach die Teilintervalle jeweils noch halbieren. Das sieht dann grafisch dargestellt so aus und wir erkennen, das, was wir hier gewonnen haben, bleibt uns hier erhalten und es wird nur hier und hier jeweils noch zerteilt und dadurch die Situation jeweils verbessert.
Was bedeutet das? Wenn wir jedes Mal die Anzahl der Rechtecke verdoppeln in einem Schritt, dann entspricht das ja genau einfach einer Verfeinerung von dem, was wir bereits haben. Und deshalb gilt, dass das sicher richtig ist. Denn bei einer Verfeinerung können Untersummen immer nur größer werden. Zum Abschluss schauen wir uns jetzt noch eine ähnliche Geschichte für die Obersummen an. Also auch die entsprechende Behauptung O1 größer gleich O2 größer gleich O3 und so weiter ist falsch. Wir wollen jetzt versuchen, den Graphen einer Funktion zu skizzieren, bei dem O2 tatsächlich kleiner ist als O3. Der nächste Arbeitsauftrag lautet deshalb, zeichne den Graphen so einer Funktion und berechne die entsprechenden Obersummen, um zu zeigen, dass diese Behauptung für Obersummen tatsächlich falsch ist. Nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir noch darüber. Also gut, für den Graphen so einer Funktion können wir uns sehr gut am ersten Beispiel oben orientieren und etwas sehr Ähnliches konstruieren. Also ich empfehle, wir schauen uns diesen Funktionsgraphen jetzt an und berechnen hierfür einmal jetzt O1. O1 entspricht dann genau dem Flächeninhalt dieses grünen Rechtecks hier und dieser beträgt offensichtlich 30. Als nächstes schauen wir uns jetzt O2 an. Das sieht dann so aus grafisch, also O2 entspricht genau dem Flächeninhalt dieser grünen Rechtecksfigur und dieser beträgt genau 3 plus 15, also 18. Und jetzt wird es spannend. Wie sieht es jetzt bei O3 aus? Also wir zerlegen jetzt das Intervall in 3 gleichbreite Teile und betrachten die Obersumme. Und grafisch sieht das dann so aus. Und jetzt ist was passiert. Jetzt ist versehentlich wieder etwas dazugekommen zu unserer Obersumme. Anstatt kleiner ist sie wieder größer geworden. Das sieht man grafisch. Aber auch rechnerisch ergibt sich jetzt hier als Flächeninhalt für diese grüne Rechtecksfigur 2 plus 10 plus 10, also 22. Also ärgerlicherweise ist O3 jetzt wieder größer als O2 und damit unsere Behauptung von oben tatsächlich falsch. Also, wir können uns merken, verfeinern führt sicher immer zu besseren Ergebnissen. Einfach nur die Anzahl der Rechtecke um 1 erhöhen kann schiefgehen.